Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Letzte Woche hatte ich ja das Video gepostet zum Thema Ich sterbe, wie will ich gelebt haben? Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt gerne einfach regelmäßig ein paar Impulse für euch mitgeben, wie ich mit diesem Thema umgehe, dass mir ganz bewusst ist, dass ich sterben werde. Wie gesagt, nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht wann auch immer, aber am Ende meines Lebens auf jeden Fall. Und wie möchte ich gelebt haben? Das ist, finde ich, die Frage, die wirklich zentral ist und um die es geht. Und wir leben in einer westlichen Welt, in der das gerne verdrängt wird, weil wir so tun, als würde uns das alles nichts angehen und als würden wir ewig leben. Und das tun wir nicht. Und wie wir sterben, wissen wir in der Regel auch nicht. Und ich habe einfach besonders dieses Jahr ganz massiv Erfahrungen in dem Bereich gesammelt von Menschen aus meinem Umfeld, dem entfernteren oder dem näheren oder Familienumfeld, von Menschen, die gegangen sind. Entweder mit Ankündigungen, weil eben eine Krankheit da war, oder auch völlig unvorbereitet und zwar nicht durch Unfall, sondern einfach umgefallen. Und das hat was mit mir gemacht. Also genauer gesagt beschäftige ich mich mit dem Thema intensiv schon seit 2015. Denn da ist im Januar mein Schwiegervater gestorben und im November mein Vater. Und das war so der Beginn dieses Bewusstwerdens, wie möchte ich denn meine Lebenszeit gestalten? Mit wem möchte ich die gestalten? Mit wem möchte ich leben? Mit wem mag ich einfach meine Zeit verbringen? Und wie mag ich meine Zeit verbringen und gestalten und leben, mit Leben füllen? Was möchte ich auch hinterlassen, wenn ich mal gegangen sein werde? Und ich finde ganz wichtig, dass wir das Thema mit Liebe und Dankbarkeit angehen und nicht mit diesem Gefühl, oh, jetzt, wenn ich morgen sterbe, was muss ich jetzt heute noch gemacht haben? Oder wenn ich in einem Jahr sterbe, ich muss doch noch mein Buch geschrieben haben. Mir ist immer ganz wichtig, dass wir das nicht unter diesem Ich muss doch Aspekt tun, sondern ich möchte doch. Was möchte ich unbedingt machen? Wo zieht es mich hin? Wo habe ich wie so einen Sog? Eine Energie, die mir was zeigen möchte, und folgt bitte dieser Energie. Und was kann ich tun, um da wieder hinzukommen, wenn ich das vielleicht verlernt habe oder nie gelernt habe oder mir dessen nie bewusst war? Und es gibt einfach wunderbare kleine Übungen, die uns da immer mehr hinführen zu dem, dass wir uns wieder spüren und wahrnehmen und unsere Bedürfnisse und die auch wertschätzen. Und nicht gleich mit irgendeinem Glaubenssatz abtun oder einem, was auch immer, macht man nicht, darf man nicht, bist schon zu alt, kannst du nicht, können andere viel besser. Sondern wirklich zu gucken, was macht mich lebendig, was macht mich glücklich, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht. Also deswegen mein Tipp an dich, mach doch mal eine Liste. Ich nenne es die sogenannte Liebe-Liste. Was liebe ich zu tun zum Beispiel? Was füllt mich mit großer Freude aus? Und es können kleine Dinge sein, es können große Dinge sein, das kann was sein, was ihr aktiv tun könnt, es kann etwas sein, was ihr einfach konsumieren oder genießen könnt. Was steht bei mir auf meiner Liebeliste, so als Idee, als Anregung? Zum Beispiel, ich liebe Waffeln. Ich liebe diesen Duft von frisch gebackenen Waffeln. Ich liebe es dann natürlich auch, diese Waffeln zu genießen, sei es mit Puderzucker oder mit Kirschen und Sahne oder mit Vanilleeis. Oder mit Nutella oder was auch immer. Und spannenderweise tue ich das sehr selten. Also ich esse nicht irgendwie jede Woche Waffeln und auch nicht einmal im Monat. Super selten, und vielleicht genau deswegen liebe ich die. Ich war neulich in Lüneburg auf der WM-Night von Udo Gast. Habe die Veranstaltung moderieren dürfen. Es waren 9 Speakerinnen und Speaker eingeladen und ganz, ganz tolle Show-Acts auch. Und es war einfach ein irre grandioser Abend. Und am nächsten Morgen im Hotel gab es Waffeln auf dem Frühstücksbuffet. Und das hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht. Zum Frühstück kannst du doch keine Waffel essen und so. Irgendwie so. Und dann war auch der Waffelteig aus und so weiter. Und dann habe ich wirklich gesagt, nein, aber ich habe jetzt Lust. Wenn da schon Waffeln angekündigt sind, will ich auch eine essen. Und dann bin ich zur Service-Dame hin und habe gesagt, der Waffelteig ist alle. Meinen Sie, Sie könnten noch welchen nachordern in der Küche oder so? Und dann war das auch genau so, dass es nochmal neuen Teig gab, und dann habe ich mich angestellt. Es waren noch 2 Mädels, die sich Waffeln gemacht hatten, und eine Dame vor mir, und es war immer ein Waffeleisen mit so 2 Waffeln, also so quadratische Waffeln, und man konnte halt gleichzeitig 2 backen. Und die Dame vor mir meinte dann so, ich glaube, ich esse keine 2, möchten Sie die andere haben und so. Dann kam man auch gleich ins Gespräch und ja, natürlich habe ich meine Waffel genießen dürfen und war eben mit Menschen in Verbindung. Also was kann eben auch passieren, wenn wir den Dingen folgen, die wir lieben? Und
das sind so Kleinigkeiten, ne, die wir einfach wieder ins Bewusstsein bringen können. Oder was ich auch öfter gemacht habe bei Kindergeburtstagen, früher für meine Tochter, ich habe halt Waffeln angeboten. Natürlich gab es Kuchen und Muffins, aber es gab auch immer Waffeln mit allem, was dazugehört, weil wir das selber viel zu wenig machen und weil man sich selber für sich alleine als Einzelperson in der Regel auch keine Waffeln macht. Aber auch das könnten wir ja tun, eine kleine Portion oder eine kleine Menge und dann den Rest in den Kühlschrank oder einfrieren oder wie auch immer. Also findet einfach wieder Möglichkeiten, etwas zu tun, was ihr liebt. Das kann auch ein Telefonat sein mit jemandem, den ihr liebt und lange nicht gesprochen habt und immer denkt, mache ich morgen, mache ich morgen. Was passiert, wenn morgen nicht kommt? Was passiert dann? Tut die Dinge so gut ihr könnt, doch bitte gleich, wenn euch ein Einfall kommt, wenn ihr an jemanden denkt. Und heutzutage, wir leben in einer mega genialen Welt, wo Dinge schnell getan werden können. Selbst wenn ihr nicht anrufen könnt oder denkt, oh, vielleicht ist der die gerade nicht erreichbar, dann sprecht eine WhatsApp. Dann hinterlasst eine Sprachnachricht. Mensch, ich habe gerade an dich gedacht, ich hoffe, es geht dir gut. Vielleicht haben wir mal wieder Zeit zu sprechen. Auch das ist alles möglich. Also bitte nutzt Impulse, die ihr bekommt. Wir bekommen Impulse, weil es jetzt gerade ein Thema ist. Also folgt diesen Impulsen und sagt bitte nicht, wir haben keine Zeit. Weil wir haben alle die gleichen 24 Stunden am Tag zur Verfügung und wir entscheiden, wie wir diese Zeit nutzen und gestalten. Was steht noch auf meiner Liebeliste? Ich liebe die Nordsee. Ich liebe die Nordsee. Und für mich spielt es keine Rolle, ob es die deutsche Nordsee oder die holländische ist. Ich fahre seit Jahren mit meinen Schwiegereltern, meinem Mann und der Tochter eben nach Holland an die Nordsee. Ursprünglich bin ich so ein deutsches Nordseekind, weil mein Vater kam aus der Nähe von Cuxhaven. Und dann sind wir natürlich oft in den Sommerferien in Cuxhaven gewesen oder eben auch auf den Inseln Norderney, Jüst, Sylt natürlich auch ganz, ganz viel und gerne. Und ich bin auf Sylt schon ewig nicht mehr gewesen. Aber es muss nicht unbedingt immer Sylt sein. Es ist für mich einfach wichtig. Ich möchte gerne über diesen Deich und dann nach unten gucken und das Meer sehen und die Salzluft riechen und die Möwen kreischen hören und meine Füße im Sand spazieren führen. Also das ist echt sowas, wo ich sage, da bin ich zu Hause. Das kann ich aber auch in Gedanken. Ich hatte jetzt gerade diese letzte Woche, ist mir ein Termin rausgefallen von einem Training und ich hätte Zeit gehabt zu fahren. Ich hätte Zeit gehabt zu sagen, komm, ich fahre jetzt einfach mal an die Nordsee. Ich habe das Budget dafür, ich habe Zeit, ich könnte es machen und habe nach Zugverbindungen geguckt, nach Zimmern auf Sylt und habe dann für mich gespürt, es ist super cool zu wissen, ich habe diese Freiheit und habe mich gleichzeitig dafür entschieden, hier zu bleiben, weil ich eben jetzt die Zeit nutzen konnte, Menschen zu treffen, für die ich sonst wenig Zeit habe, Freundinnen, mit denen ich mich lange nicht ausgetauscht habe, Dinge anzustoßen für nächstes Jahr, Projekte zu planen, Zeit für mich zu haben zum Lesen, zum Schlafen, zum Kuscheln, zum den Herbst genießen. Und das war für mich, hat sich das besser angefühlt, als mich jetzt 9 Stunden in den Zug zu setzen, 2 Tage Sylt zu haben, wieder 9 Stunden auf dem Rückweg und so weg zu sein von allem. Und trotzdem war diese Vorstellung, ich könnte jetzt nach Sylt fahren, etwas, was mich beglückt hat. Also auch da, denkt mal drüber nach, was für Dinge ihr tun könnt und was vielleicht eben direkt umsetzbar ist. Setzt euch in den Zug, fahrt irgendwo hin oder setzt euch ins Auto oder ruft jemanden an, backt euch Waffeln, hört eine schöne Musik, tanzt durchs Wohnzimmer, geht mal auf eine Party, auf die ihr schon immer mal wolltet, aber bisher irgendwie keine Zeit dafür hattet und so weiter. Also macht so eine Liste, 10 Dinge, die ich liebe und guckt mal, was es mit euch macht. Habt ihr irgendwo auch eine Reichweite? Manchmal reicht der Gedanke schon daran, es zu tun und manchmal ist es eben genau das. Schickt mal einen Blumengruß an eure Eltern oder an eine liebe Tante oder eine beste Freundin oder bestellt irgendwas oder geht in ein Geschäft, kauft was, schickt mal ein Päckchen. Unabhängig von Geburtstag, unabhängig von Weihnachten oder sonstigen Dingen, macht es einfach. Also das sind so meine Impulse jetzt mal von mir an euch. Was kannst du jetzt für dich ganz konkret tun, dass du dich mit etwas ja, erfreust, was du liebst. Liebst zu tun, liebst zu essen, liebst zu hören, liebst vielleicht kreativ zu machen, mal wieder ein Bild malen, ein Gedicht schreiben, ein Song, was auch immer. Und dann schau, was es mit dir macht und mit deinem Lebensgefühl. Und wir sind wirklich Menschen, die umlernen können. Wenn du das lange nicht gemacht hast, schau mal, was es mit dir macht. Ich mache das regelmäßig. Ich mache das auch in meinen Seminaren und Trainings öfter mal, immer wo es gerade reinpasst vom Thema her. Das ist diese Liebeliste, die Menschen schreiben dürfen und ich schreibe sie jedes Mal mit dann. Das ist einfach, die anderen schreiben, ich schreibe und es ist etwas, was ich für mich ganz gut auch immer wieder reflektiere. Und dann habe ich die Liste da und manchmal steht eben drauf, was ich die Witwe meines Vaters anrufen und dann denke ich, ja stimmt, habe ich lange nicht gemacht. Und
Das sind einfach wundervolle Momente, wenn ihr dann merkt, dass ihr den Menschen etwas geben könnt. Also denkt auch in eurem Leben mehr darüber nach, was ihr geben könnt und nicht so sehr, was ihr davon habt und was es euch bringt und ob der andere euch das vielleicht auch in gleicher Münze wieder zurückgeben müsste. Denkt wirklich ans Geben, ans Schenken, ans Leben, ans Lieben und tut euch und eurem Umfeld einfach was Gutes. Und wenn ihr Energievampire in eurem Umfeld habt, das spürt ihr auch schnell, dann seid ihr kraftlos, dann seid ihr ohne Energie, dann habt ihr keine guten Gedanken, dann schaut einfach, dass ihr die Energievampire aus eurem Umfeld so gut ihr könnt eliminiert oder denen nicht so viel Raum gebt. Nicht, weil die böse wären, ich bin überzeugt davon, dass sowas nicht existiert, sondern weil sie euch eben nicht gut tun, nicht mit euch in Schwingung sind und weil ihr euch euer Umfeld selber gestalten könnt. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne unter das Video, YouTube-Video oder wo immer ich es jetzt poste, gerne natürlich auch euren Impuls geben. Ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr könnt mir gerne eine Nachricht schicken. Ich bin gerne für euch da, wenn ich euch auf dem Weg zu mehr Freude und Liebe und Erfüllung in eurem Leben unterstützen darf. Alles Liebe, eure Margit.